Ja, liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück und bei Dying Light 2 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Und wir haben hier in der letzten Folge hier in dieser Einrichtung gut was gefunden. Haben jetzt hier auch schon den ein oder anderen Hemmstoffbehälter gefunden und sind jetzt hier auch weiter am Start und versuchen hier auch weiterhin wieder versuchen hier auch weiterhin ein bisschen ich muss hier mal raus. Scheiße. So, eine Minute. Habe ich nicht Aufputschmittel eingenommen oder mitgenommen? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, danke fürs Einschalten. Wir sind hier in der GDR-Einrichtung angekommen und versuchen hier natürlich ein Stück weit unsere Ausrüstung ein bisschen zu pimpen. Und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir hier. Ah, da ist es doch. Genau. So, zack. Unsere Ausrüstung zu pimpen und haben auch den ein oder anderen Hemmstoffbehälter schon gefunden. Und ich hoffe, dass wir noch mehrere, noch weitere finden. Gehen wir mal hier rein. Ich weiß, man kann Hinterhalt machen, aber ich vergesse das jedes Mal. Ja, irgendwo. Den einen haben wir ja schon leer gemacht. Band. Das war. Ach, Moment mal. Hemmstoffbehälter war da einer. Hier war einer. Beziehungsweise ist es keiner gewesen. So. Chemiegebiet. Okay, das ist auf dem Stockwerk hier scheint jetzt nichts mehr zu sein. Oh, was haben wir hier noch? Haufen Harz. Gut, dann hatten wir hier noch irgendwo einen Raum. Ach ne, von hier sind wir gekommen. Aber geht es hier noch weiter runter? Nee, aber ich weiß, wo wir noch weiter runter kommen. Nämlich, wenn wir in den einen Raum kommen, nochmal, wo der Fahrstuhl war. Ach, guck mal an. Hemmstoffbehälter. Unter uns ist noch einer. So, wir müssen den Raum nochmal finden mit dem Fahrstuhl drin. Hier. Unten ist auf jeden Fall noch ein Hemmstoffbehälter. Den möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und der einzige Vorteil, den wir hier gerade haben, ist, dass dieser komische Typ nicht mehr da ist. Oder ich hoffe zumindest, dass er nicht da ist. Weil das wäre eine Katastrophe, wenn der noch da wäre. Den Kollegen, den wir auch damals im Krankenhaus gesehen haben. Weil gegen den haben wir, glaube ich, keine Chance. So, ich versuche mal hier durchzusneaken. Scheiße, da hinten ist wach. Ja, der hat uns gesehen. So, wir müssen uns hier jetzt auf jeden Fall mal gerade durchprügeln. Oh ne, Moment, das ist unsere krasse Waffe. Mann! So, einmal Beil bitte. So. So, wir müssen uns noch mal gerade Aufputschmittel reinhauen. Weil noch bin ich hier nicht raus. Upsala, hab ich losgelassen. Wir haben 4.30 Uhr. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir hier ein Stück weit auch schnell irgendwie wieder raus. Dietrich Schwer.
schwer, okay. So, da geht's nirgendwo hin, da auch nicht. Raus hier. So, weiter im Text. Was haben wir hier? Also hier geht man auf jeden Fall mit gut was raus an Zeug. Das finde ich richtig gut. Pigmente, okay. Hemmstoffbehälter in der Nähe wieder. Ich versuche gerade dieses... Finden Sie die Hemmstoffe in der Dark Zone der GRE? Molotow. Mein Gott, Alter, ich krieg jetzt gerade aber auch keine Ausdauer wieder. So, jetzt. So, die ist kaputt, die Waffe. Schade. So, wir müssen mal gerade ins Inventory. Mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir da... Nee, leider nicht. Also jetzt wird es auch wirklich brenzlig mit unserer Infektion. Wenn wir jetzt nicht irgendwie mal noch was finden, womit wir hier Also wenn der Hemmstoffbehälter jetzt hier nicht sofort irgendwo ist, müssen wir auf jeden Fall hier raus, weil ich habe keinen Bock hier. Da ist ein Heuler. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Na, in der Nähe, super. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Ja, das hier wird eine Parkour-Aktion. Das ist mir zu brenzlig. Ich muss sehen, dass ich hier rauskomme. Hier, nee, geht's auch nicht runter. So, wir müssen hier raus. In einer Minute 25 wird es hier nämlich richtig eng. Ich hoffe, ich renne hier gerade instinktiv richtig. Ha, bin ich sogar. Sehr gut. In der Nähe. Zwei weitere wären hier noch drin. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt zu brenzlig. Ich muss in das UV-Licht. Das war knapp. So, wir hätten ja jetzt noch die Möglichkeit, da nochmal reinzugehen, oder? Ja, hätten wir nochmal 5 Minuten. Also das hier ist richtig nervig gemacht von den Entwicklern. Also das weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Sag ich euch ganz ehrlich. So. Du musst nach unten, gerade nach unten gucken und S drücken, damit du hier rauskommst. So, jetzt ist die Frage, wie schnell kommen wir da hinten hin? Das Problem ist halt auch einfach, wir finden hier jetzt leider kein Aufputschmittel mehr. Wenn wir welches finden, wäre das eine ganz, wäre das gar nicht eine so schwere Kiste. So, und der Heuler da unten, der macht mir richtig Sorgen. Wenn der nämlich losschreit, sind die da oben alle links, werden die alle wach.
Ich lasse jetzt hier erstmal soweit alles links liegen. So, hier ist aber nichts außer da vorne. Oh oh. Ne, da ist aber auch nichts. Mir geht es jetzt tatsächlich nur um den Hemmstoffbehälter, um nichts anderes. Ach, guck an, da unten ist der. Geil, den können wir wenigstens aufladen kurz. So, dann gucken wir mal gerade unser... Wir haben jetzt auch ein Aufputschmittel wieder. Fertigkeiten. Jetzt geben wir das aber hier rein. So, zack. Sehr gut. Ja, wir haben leider noch keine neuen Sachen. So. Machen wir hier mal auf und gucken, was uns hier noch erwartet. Also ich finde es sehr, sehr geil gemacht. Oh, hier kommen wir wieder raus, okay. Das war's dann, ne? Cool. Und es ist auch wieder Tag, das heißt, mit damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Das bedeutet, wir können jetzt uns jetzt auf jeden Fall erstmal zu unserer Mission wieder frönen. Haben wir auf jeden Fall ja gut was mitgenommen, zwei Level gemacht. Scheiße. Haben wir zwei Level gemacht, das finde ich natürlich richtig geil. Also also einmal unsere Ausdauer verbessert und einmal unser Lebensbalken verbessert. Wieso klappt das nicht? Ach, weil ich keine Ausdauer habe. So. Das ist das, was ich halt zum Beginn zu euch gesagt habe. Ne? Wir werden immer so zwischendurch ein paar kleine Nebenmissionen machen, um dann dort auch unsere Fähigkeiten ein bisschen zu verbessern, weil wir müssen natürlich gucken, dass wir hier auch ein Stück weit den guten Aiden ein bisschen helfen dabei, hier ja, ein paar neue Sachen mitzunehmen. Und wir müssen natürlich auch mal uns damit auseinandersetzen, wie es ist, dass wir unsere Waffen wieder ein bisschen repariert bekommen. Ich habe da schon bei YouTube ein kleines Video zu gesehen, da gibt es wohl einen kleinen Trick. Also es gibt sowohl so Anhänger, die man daran machen kann, die man immer wieder abnehmen und wieder ablegen kann und wieder draufpacken kann. Und damit kann man das wohl so ein bisschen verbessern, das Ganze. Ich weiß nicht, ob das von den Entwicklern so gewollt ist, dass man das kann, aber es ist wohl möglich. Und das bekommen wir aber leider erst ein bisschen später im Spielverlauf. Das haben wir jetzt noch nicht, weil wir müssen dafür an einen bestimmten Ort vom Spiel. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir da auch ein Stück weit das dann irgendwie noch in den Griff bekommen, dass wir dieses Ding bekommen. Weil ansonsten gibt das keinen. Das hier ist Zara. Irgendwie heißen die immer alle Zara. Hallo Sarah. Hallo Sarah. Naja, gut. Ja, und da bin ich auf jeden Fall noch drauf gespannt. Und ich habe auch gesehen, dass es auch wohl so eine Art Gleitschirm gibt, womit man hier auch sehr viel weitere Strecken zurücklegen kann. Da bin ich natürlich auch noch gespannt, dass wir den irgendwie kriegen, wahrscheinlich durch eine Mission oder so. Deswegen möchte ich hier auch gar nicht so viel Zeit verschleudern mit irgendwelchen Nebenquests, weil die Hauptquest, die ist schon spannend genug. Und er gibt uns halt auch die Möglichkeit, ein bisschen noch coole Sachen mitzunehmen. Und da würde ich dann tatsächlich in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr investieren wollen. Damit wir da halt auch ein Stück weit irgendwie auch für euch was Cooles haben. Weil der Gleitschirm, das damit zu reisen, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. So, wir müssen auf jeden Fall hier vorne hin. Das ist die Frage, können wir hier irgendwo runterspringen? Also hier schon mal nicht, aber hier in dem Ding, nee, auch nicht.
Ah, hier unten. So. So, jetzt geben wir aber erstmal die Waffe ab. Den Lazarus, den haben wir ja gefunden. Ich bin gespannt, was Kollege hier Schnürschuh zu dazu sagt, dass wir den mitgenommen haben. Vor allem für umsonst. Ich hätte niemals 500 zusammenbekommen, um das Ding zu kaufen. Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Oh, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen. Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ether, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten Sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden, bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Leute, harter Tobak. Und wie gesagt, nach wie vor sind wir hier leider in einen Konflikt und zwischen die Stühle geraten. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich beim Offizier in der Zentrale. Aiden, lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Ich hörte, es gab einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Aiden hat Lukas Waffe gefunden. Ja, also wie gesagt, wir stehen hier völlig zwischen den Stühlen und wissen nicht, wer hier jetzt der wahre Idiot ist. Ob es die Peacekeeper sind, die uns für ihre Machenschaften benutzen und uns da ein bisschen scheinheilig verrückt machen. Oder dass die uns irgendwie dafür irgendwie ihren Kram benutzen und uns quasi vor ihren Karren spannen.
Oder ob es so ist, dass die Basar-Leute wirklich total die Fucker sind. Das gilt noch herauszufinden. Was wir uns hier aber gerade mal anschauen wollen, ist, wir haben eine Waffe von dem Kerl bekommen, oder? Hier, das Ding. Hackmesser, seltene einhändige Axt mit 3 Slots, geil. Können wir modifizieren, können wir Strom dran machen, das machen wir auch direkt mal. Hier Feuer. Und hier Hemmstoffpaket. Guck mal, wie das Ding jetzt aussieht hier, Alter. Völlig krank, ey. 138. Das Ding ist zum Glück auch noch da. Das hat auch noch die ganzen Sachen. Gut. So. Ich habe jetzt mittlerweile auch verstanden, wie es ist, wie man das macht mit dem Ausrüsten. Gut, reden wir mal mit Hakon. Aether will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Basar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Basar hassen sich gegenseitig. Auf dem Basar gibt es nur 2 Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Basars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du? Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Ja, Leute, ne? Neues Ziel, neues Glück. Was haben wir denn hier hinten eigentlich? Können wir hier handeln? Waffenmods. Ach, guck an. Schleuder. Bei kritischen Treffern aktiviert. Trifft mit einer Detonation einen Gegner von ihr und schleudert es weg. Okay. Was ist das? Verstärkung. Verstärkt die Waffen, lässt sie bei einem Schlag weniger Haltbarkeit verlieren. Das finde ich natürlich gut. Das kaufen wir, glaube ich. Funke haben wir drauf. Also wenn, dann hätten wir hier überhaupt Schleuder. Das wäre mit Detonation 250. Lass uns mal gerade gucken. Upgraden. Das hier kostet gar nichts, oder wie? Alle Wertsachen verkaufen. 2240. Ich weiß nicht, ob das klug ist, dass wir hier die Sachen verkaufen. Aber andererseits kommen wir so auch zu wenig Geld, ne? Komm, wir machen das mal. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, dann upgraden wir mal Arznei. Ach, das geht nicht. 5 von 10. Zeit zur Anwendung 3 Sekunden. Upgrade-Stufe. Ah, doch, geht wohl. Okay. Geld aus der alten Welt. 320. Ich habe die ganze Zeit gedacht, man müsste die linke Maustaste halten. Das stimmt aber gar nicht. Ach, verdammt. Den Dietrich hätte ich besser mal jetzt machen sollen. Jetzt haben wir nämlich keine mehr von den Dingern. Aber gut, wir wissen jetzt zumindest, dass wir die Sachen verkaufen können, die wir finden. So, Mine. Seltener Wurfgegenstand. Aufputschmittel können wir hier kaufen für 280. Aufputschmittel, einziger Gegenstand. Erlittener Schaden. Was ist das hier? Schockpfeile. Ja, einen Bogen haben wir leider noch nicht. Ist das hier ein Muster? Können wir das dann selbst herstellen oder ist das einfach nur ein Aufputschmittel? Das ist ein Wurf. Okay, wir können das jetzt selbst herstellen. Das finde ich natürlich geil. So, Zubehör, Waffenmods. So, das hier kaufen wir auf jeden Fall auch. Die Spitze, das finde ich, ist eigentlich Quatsch. Aber die Mine, die könnten wir noch kaufen. So, jetzt haben wir immer noch 1300. Das ist natürlich eine gute Sache. Ich mach nur Spaß. Alter, hast du mich erschrocken. Du hast diesen hungrigen Kaufrausch. Verrückte Alte, ey. In so einem Ding hier so ein Kram zu brüllen. Die hat doch einer in der Klatsche. So, was haben wir denn hier? Sanitäter. Das sind alles Sanitäter-Dinger. Und das hier ist auf jeden Fall, glaube ich, das Beste. Weil das hier ist ja ansonsten, ne? Schaden, Parkourangriffe, Heilungsgeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall das Beste. Das ziehen wir mal an. So, wie sieht das hier aus? Dann ziehen wir die mal an. Obwohl, ja, die hier machen ja eh nichts, ne? Die haben jetzt 2 Jäger, Fernkampfwaffen, aber hier sind auch Überlebenssinn, Reichweite und so weiter. Ausdauerkosten -2 irgendwas. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Was haben wir hier? Rüstung von Ausrüstung. Das ist aber auch wieder Jäger. Dann würde ich lieber das hier erstmal behalten.
Genau, das haben wir. Wie sieht's hier aus mit der Hose? Raufbolde, Fernkampf, Raufbolde. Dies bei Ausdauerkosten besser. Und macht aber bei Schaden einen 3,9, 3,1. Da würde ich trotzdem die anziehen. So ein Schuhe. Ja, da sind die hier, die Sanitäter-Dinger sind auf jeden Fall besser. Okay, da haben wir auch schon mal gut was mitgenommen. So, jetzt mal gerade zu Waffen. Hier. Da würde ich hier den Talisman austauschen. Obwohl, warte mal gerade. Wenn wir hier jetzt hingehen und den da... Ach, den haben wir jetzt gar nicht. Warte mal gerade, wenn wir jetzt hier reingehen. Nee, dann ist das auch wieder nur das, okay. Schade, ich dachte, wir können jetzt hier hingehen und quasi gesehen, bei Talisman, oder müssen wir den erst herstellen? Fertigung. Mohn brauchen wir auf jeden Fall dafür, okay. Elektrikteile haben wir zu wenig, aber wir können noch ein paar Arzneien herstellen. So. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Jetzt wollte ich, warte, gucken wir noch mal gerade bei ihr rein. Oder ist das, Moment, das kann auch Waffenmods gewesen sein, ne? Wartet mal gerade, noch mal reingucken. Ich verstehe das nicht, wir haben das doch eben gekauft. Das ist mir jetzt schleierhaft. Fertigkeiten, Sammlerstücke, Hinweise, Fertigung, Inventar, Rucksack, nichts, Tagebuch, Karte. Das verstehe ich jetzt leider nicht. Aber gut, ist jetzt blöd, aber ist wie es ist. Können wir jetzt so nichts dran ändern. Gut. So, dann machen wir uns mal auf zur nächsten Quest. Wie weit ist sie weg? Was geht eigentlich? Was haben wir denn hier? Evakuierungskonvoi, okay. Gut. 9.52 Uhr, das heißt, es dauert ein bisschen, bis wir jetzt hier wieder zur Nacht kommen. Kürbisfarm. Okay. Durch das Ding mal an, Alter. Ist ja brutal, ey. Allerdings ist da halt dieses PK-Zeichen drauf, ne? Das finde ich da nicht so cool. Das ist jetzt nicht wirklich neutralitätsdienlich. Was ist denn darüber? Ach, verdammt! Mann, also dieses Parcours ist manchmal ein bisschen doof. Also das, guck an. Ah, auch mal ein Wundbrand. Das ist auch gut. Eine Schnittwaffe. Ich finde die Schnittwaffen durchaus besser als die, als die stumpfen Waffen. Mit den stumpfen Waffen kann man zwar auch viel Schaden anrichten, aber ich finde die Schnittwaffen besser. Damit kannst du besser direkt den Gegner in gewisser Form handlungsunfähiger machen. Schneller. So, wir müssen darüber. Ja, aber bestimmt nicht am Tag. Das ist nämlich zu riskant. Hast wohl heute Bock auf Sterben? Moment, warte mal eine Sekunde. Oh, was? Hurensohn,
Naja, macht ihr euer Ding. Das finde ich ja wieder lustig, ne? Ah, das bin ich wieder an dem Scheiß vorbeigesprungen. Ist auch ein bisschen bekloppt, da mit dem Ding rumzulaufen, ne? So einen Krach zu veranstalten. So. So, gut. Also ich finde, was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass wir auf jeden Fall herausbekommen haben, dass wir diese Wertsachen generell verkaufen können und dadurch keinen Nachteil haben. Dadurch bekommen wir auf jeden Fall gutes Geld und können somit auch wieder immer wieder neue Sachen einkaufen, weil das wäre alles andere wäre... Gut, das hat geklappt. Alles andere wäre ein bisschen nervig gewesen oder geworden. Nee, du sollst da runterspringen, so. Denk dran, Pilger. Du bist nicht das, was dir passiert ist. Du bist das, was du werden willst. Kannst du mal da weggehen? Ich bin hier. Wieso komme ich hier nicht rein? Ah, Gott. Ja, ja. Einmal rumlaufen und gucken, dass man irgendwo hier einen Eingang findet. Meine Tante sagt, mit dem Virus infizierte Spucke heile Pickel. Ich will lieber nicht wissen, woher das weiß. Wieso kommen wir da jetzt nicht rein? Da sind wir die ganze Zeit an der falschen Seite. Aha. Ah ja, also, wieso hat denn das Ding so viele Eingänge? Hey, wer bist du? Langsam, das ist kein PK. Woher weißt du das? Die treiben sich hier ständig rum. Das ist dieser Fremde, der Pilger. Was? Der ist von außerhalb der Mauern? Wow, krasse Scheiße. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber pass auf dich auf, Pilger. Und halt dich von den PKs fern, die kennen keine Freunde. Diesmal mit Biomarker. Karl sagte, wir sollen dich zu ihm bringen, wenn du wieder auftauchst, damit er sich dir vorstellen kann. Na, klingt besser, als mich aufhängen zu wollen. Und vergesst nie, die Menschheit erschuf eine Zivilisation, die schließlich nicht mehr war als ein Koloss auf tönernen Füßen. Wir dürfen nicht. Gut, müssen wir uns das auch noch antun. Das wollte er nicht. Das musste er. Du warst eine Gefahr für alle. Natürlich. Hört nicht auf die Ideologien von Narren, die zum Wiederaufbau aufrufen. Es wird keinen Wiederaufbau geben. Wer hätte das gedacht? Ein Pilger im Bazar. Willkommen. Ja, ich lebe, obwohl du dir alle Mühe gegeben hast. Okay, du bist sauer auf mich, aber versetz dich mal in meine Lage. Dann weißt du, dass es nicht anders ging. Wir sind für das Wohlergehen unserer Leute verantwortlich. Und das nehmen wir auch ernst. Deshalb lief es so, wie es lief. Ich hoffe, du kannst uns verzeihen. Also, sag doch, wie geht's denn so zu in der Außenwelt? Mies. Und es wird immer schlimmer. Es gibt immer weniger Siedlungen. Und sie schrumpfen. Bald kann man nirgendwo mehr hingehen. Das überrascht mich nicht, mein Sohn. Die Menschheit muss erst am Boden sein, um sich wieder aufrichten zu können. Deshalb sind wir ja auch hier. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? Nein. Erzähl du mir doch mal was über deine Leute. Man nennt uns das Volk des Bazars. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier leben. Aber in Wirklichkeit sind wir ein freies Volk. Frei von Lügen, frei von Geld, frei von Religion, Politik, Kriegen und frei von dem Schatten, der die Erde umhüllt hat. Klingt gut. Genau genommen zu gut, um wahr zu sein.
Oh, wir haben unsere Probleme. Das Wasser zum Beispiel ist rar. Aber mit Mut und Geduld werden wir eines Tages ein Paradies erschaffen. Na, du wirkst geradezu dankbar für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Es war genauso tragisch wie unausweichlich. Das Konsumdenken und der Glaube an die Übermacht des Geldes haben zu dieser Katastrophe geführt. Also, geben wir uns hier Mühe, nicht denselben Fehler erneut zu machen. Das wäre ein Verbrechen. Wir wollen eine Weltordnung erschaffen, die auf sozialen Bindungen aufbaut, auf Familie und Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, in der sich die Menschen unterstützen und gerecht handeln. Kein Bedarf für Polizei, Militär oder falsche Anführer, die die erschießen, die sie beschützen sollen. Bei uns ist für alle Platz. Aber kommen wir nun wieder zu deiner Geschichte. Ist Kaffeeklatsch alles, was du willst, Karl? Unsinn. Aber du kommst von draußen und auf einmal bist du bei uns. Also, reden wir Klartext. Ich muss wissen, ob du ein Schaf bist oder ein Wolf. Na? Was bist du? Ich finde diese Metapher nicht so toll. Ah ja, verstehe. Pilger mögen Metaphern ebenso wenig wie Poesie. Sie sind Männer der Tat. Ja, apropos Taten. Ich suche Sophie. Ach ja? Sag an, wieso? Das geht nur mich was an. Nicht, wenn du dich auf meinem Gebiet bewegst, Pilger. Aber nun gut, ich spiel mal mit. Was auch immer dein Ding ist, eine Gefahr für uns ist es nicht. Denn du bist ja allein. Und wir sind viele. Geh da lang. Du wirst auf einen riesigen Kerl stoßen. Das ist Herman, Sophies Leibwächter. Dann ist sie nicht weit. Ich hoffe, mit deiner Mission machst du Herman nicht wütend. Bis dann, mein Freund. Ja, also ich denke mal, es liegt auf der Hand, warum ich diese Typen hier nicht mag, weil die so undurchsichtig sind wie sonst irgendwas. Die tun sich sehr wichtig und denken, alles dreht sich um sie und sie haben recht und das finde ich halt nicht so geil. Ich meine, die Peacemaker, die sind Peacekeeper, die sind natürlich auch, der Name ist schon völlig daneben. Und da versuchen in dieser Welt hier noch so eine Regierung aufrechtzuerhalten, halte ich auch für nicht ganz so klug. Aber der Aiden oder Aidon, der macht auf mich einen deutlich transparenteren Eindruck als dieser Prediger Karl. Ja gut, da hinten ist Sophie auf jeden Fall. Das werden wir uns in der nächsten Folge dann antun, weil wir sind jetzt bei 38 Minuten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich muss sagen, ich finde es persönlich mega spannend. Das Game ist für mich auf jeden Fall bisher, diesem Jahr, das widerspielbarste Spiel, was man sich antun kann. Und für mich macht es sehr viel Spaß, vor allem auch mit diesen ganzen kleinen Nebenmissionen, nachts in irgendwelche Gebäude einzusteigen, sich dort irgendwelche krassen Upgrades zu kaufen oder zu snacken. Finde ich sehr cool gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß, aber bisher, die Leute, die gucken, finden es ja auch so cool wie ich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein, ciao.